Ja, und eins haben wir noch, nämlich die Wiener Austria gegen Altach. Nach dem völlig verpatzten Saisonstart gegen den WAC hat sich die Wiener Austria gestern gegen Altach so richtig den Frust von der Seele geschossen. Der 5:2 Heimsieg, das war so ein richtiger Befreiungsschlag. Trainer Gerald Baumgartner hat nach der 0:1 Niederlage beim WAC die Rotationsmaschine angeworfen, hat 4 neue Spieler gebracht im Vergleich zum WAC-Spiel und das hat sich offensichtlich bezahlt gemacht. Ja, und es hat auch noch einige andere Premieren gestern gegeben. Es ist Premierentag in Wien Favoriten. Neu ist zum Beispiel die Brille von Gerald Baumgartner. Spezielle Eigenschaft, man kann mit ihr einen Sieg der Austria sehen. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Wir sind entschlossen aufgetreten als Team und so stelle ich mir das vor. Neu ist aber auch die Startelf. Patrizio Stronati gibt sein Bundesliga-Debüt. Marco Quasiner und Raphael Holzhauser sind zum ersten Mal von Beginn an dabei. Dazu ist Marco Mailänger in der Anfangsformation. Die Umstellungen, die wir vorgenommen haben, haben entsprechende positive Wirkung gezeigt. Aber auch die Spieler, die rausgekommen sind, haben unter der Woche, während der Woche gezeigt, dass sie eine Reaktion machen, dass sie auch die Kritik angenommen haben, dass sie nicht zufrieden waren mit ihrer Leistung selber. Neu ist auch Sportdirektor Franz Wohlfahrt, der sein Heimdebüt gibt und kräftig am Drehbuch für dieses Spiel mitgearbeitet hat. Wir haben nach dem Spiel in Klagenfurt gegen WRC natürlich schon gesehen, dass etwas zu verändern wäre. Und das haben wir auch gemacht, das hat der Trainer gemacht. Und deswegen war mit auch ein Grund, warum es besser gelaufen ist. Auch in Absprache mit Ihnen diese Veränderungen? Ja, klar. Heraus kommt die jüngste Austria-Startelf seit 35 Jahren. Und die spielt aggressiv und nützt die Altacher Fehler, wie den von Philipp Netz in der 23. Minute. Fabian Koch bringt die Austria mit 1:0 in Führung. Nicht neu, aber ungewohnt ist das Torgefühl für den Außenverteidiger. Es ist sein erster Bundesliga-Treffer seit 2 Jahren. Ziemlich neu ist die Altacher Dreierkette, die sehr hoch steht und der Austria vieles erleichtert. Wie auch beim 2:0 durch Alexander Gorgon in der 24. Minute. Eine Premiere gibt es für Neuzugang Philipp Zulechner. Dieser Assist ist sein erster Scorerpunkt im violetten Dress. Wir haben gewusst, wir werden unseren Platz bekommen und wenn wir in die Tiefe gehen und spielen dann reißen wir immer Löcher auf, dadurch, dass wir viele schnelle Spieler haben und so kommt man halt zu Chancen. Und Zulechner ist es auch, der mit diesem gewonnenen Kopfballduell in Hälfte 2 der Neuerwerbung Raphael Holzhauser eine Premiere beschert. Bei seinem Debüt gegen den WAC noch einen Elfmeter verschossen, klappt es nun in seiner zweiten Vorstellung mit dem ersten Bundesliga-Tor. 54. Minute, 3:0. Für jeden Spieler ist wichtig, wenn man einen guten Einstand hat beim Verein. Ich habe mich gefreut, dass ich das Tor gemacht habe, der Mannschaft geholfen habe. Aber insgesamt, denke ich, war es von der ganzen Mannschaft eine kompakte Mannschaftsleistung. Ich glaube, das ganze Mannschaft haben wir im Defensivverhalten versagt. Wir haben zwar immer versucht, nach vorne zu spielen, das muss man uns positiv angreifen, aber viel zu naiv, teilweise zu viel Rückraum hergegeben. Dann wird das Austria-Kollektiv allerdings brüchig, weil der älteste Spieler am Platz seine Abgeklärtheit unter Beweis stellt und die violette Abwehr brav zusieht. Der 33-jährige Hannes Aigner trifft mit einem klassischen Spitz zum 1:3. Die Austria strapaziert das Nervenkostüm ihrer Anhänger. Nur 93 Sekunden danach patzt Heinz Lindner. Wieder ist es Hannes Aigner. Und wieder gibt es eine Premiere. Es ist der schnellste Doppelpack dieser Saison zum Ärger des Austria-Schlussmannes. Rutscht einmal da kurz das Herz in die Hose? Ja, natürlich, Fehler sind nicht angenehm, wenn man Fehler macht. Aber wichtig ist, dass man nicht aufsteckt, dass man nach dem Fehler normal weiterspielt. Das habe ich versucht. Ich glaube, das ist mir dann auch recht gut gelungen. Lindner leitet nämlich das vorentscheidende 4:2 ein. Genau 12 Sekunden dauert es vom Auswurf bis zum Torerfolg. Die Dreierkette der Altacher ist wieder unorganisiert. Und Alexander Gorgon trifft mit Glück zum zweiten Mal an diesem Abend. Wir wollten Altach ein bisschen rauslocken, damit sie nicht zu tief und zu gut organisiert stehen und dann mit schnellen Vorstößen Torchancen kreieren. Das ist uns geglückt. Da haben wir uns vorgenommen, dass wir einfach ein bisschen besser nach vorne spielen und dass wir vielleicht auch gewisse Pressing-Situationen kreieren können. Und das ist uns einfach nicht so gut gelungen. Dann sind wir hinten auch offener, wenn wir dann allgemein alle tief verstehen, dann passiert uns das auch nicht, dass wir so viel Rückraum hergeben.
Eine besondere Premiere gibt es noch zur Draufgabe. Patrizio Stronati erzielt in seinem ersten Bundesligaspiel den 5:2 Endstand und sorgt dafür, dass Altach wie auch schon in der Vergangenheit sieglos aus Favoriten heimreisen muss. Natürlich wollen wir auch nicht immer nur hinten drin stehen und auskontern die Gegner. Das kostet auch viel Energie. Wenn wir uns als Mannschaft weiterentwickeln wollen und als Verein, dann müssen wir einmal schauen, dass wir auch Spiele einfach in Prozent setzen, auch für uns entscheiden. Bei der Austria war von einem Schicksalsspiel die Rede. Nun kehrt wieder Ruhe ein. Es ist eigentlich egal, wer draußen auf der Linie steht. Wir müssen wirklich auf uns selber schauen. Und wir haben im Herbst und auch gegen WRC sehr vieles vermissen lassen. Und da ist einfach nicht immer der Trainer schuld. Erfolg gibt recht, der Umbau der Mannschaft hat gewirkt. Wird es nächste Woche wieder eine andere Mannschaft geben oder wird man die sehen in Neustadt? Ich hoffe, dass wir eine Mannschaft auf den Platz schicken, die gegen Wiener Neustadt gewinnen kann. Das ist ja pragmatisch. Das ist das Wichtigste, ja. Neue Brille, neue Mannschaft, neues Selbstbewusstsein. Die Austria ist vor allem in dieser Saison ziemlich wandelbar. Ja, und dieser 5:2-Erfolg, der hat Trainer Gerald Baumgartner sicherlich den Job gerettet. Wer weiß, eine weitere Niederlage hätte er wahrscheinlich nicht überlebt. Roman, was kann man zur Austria sagen? Jetzt hat es ja natürlich viele Neuerwerbungen gegeben im Winter. Zulechner, Holzhauser, Stronati und Ronny Waldo. Der Kader ist größer geworden, ist auch besser geworden? Ja, in der Breite sicher. Ob sie Damari jetzt so, Damari 1:1 ersetzen können, das bezweifle ich. Aber es ist für österreichische Verhältnisse noch immer eine Top-Mannschaft. Ich freue mich dann für den Baumi. Der Druck ist riesengroß. Morgen sehe ich ihn in Salzburg bei der Trainerfortbildung. Dann brauche ich ihn nicht aufrichten. Was der Austria im Herbst gefehlt hat, das ist die Konstanz. Könnte dieses 5:2, dieser Befreiungsschlag jetzt in diese Richtung gehen, dass die Austria ein bisschen konstanter wird auf dem Weg zu einem angestrebten Europacup-Platz? Ja, natürlich. Jeder Erfolg ist wichtig für die Spieler, für das Selbstvertrauen, um wieder das normale Leistungsniveau unter Anführungszeichen zu finden, ist ganz klar. Und gerade bei einem Club wie Austria Rapid, wir haben es heute gesehen, da ist halt immer der Trainer in der Schusslinie, wenn es nicht läuft, das geht schnell. Also jetzt kurz einmal ausrasten, jetzt kann man als Trainer vielleicht einmal wirklich durchschlafen ein paar Stunden, ohne sich Sorgen zu machen, was nächste Woche passiert, gut vorbereiten und dann versuchen wieder zu gewinnen. Sonst geht wieder das ganze Theater von vorn los, ist auch ganz klar. Wo siehst du die Austria am Saisonende? Ja, ich denke schon, dass sie zumindest einen internationalen Startplatz schaffen werden. Ich sehe sie schon ganz vorne dabei. Ja, schauen wir uns einmal die Ergebnisse an dieser 21. Runde. Wir haben die Spiele gesehen. Admira Wacker Mödling gegen Rapid endet also hier in der Südstadt 1:1. Ried gegen Red Bull Salzburg hat ebenfalls keinen Sieger gesehen, 2:2. Sturm gegen Wiener Neustadt, auch ein Unentschieden, 3:3. Und der einzige Sieger dieser Runde, das war die Wiener Austria mit diesem 5:2 gestern gegen Altach. Ja, und das Spiel Grödig gegen Wolfsberg, das musste natürlich abgesagt werden wegen den schlechten Platzverhältnissen in Salzburg. Tabellenführer bleibt Red Bull Salzburg. Rapid hat sich jetzt trotz des heutigen Unentschiedens auf Platz 2 vorgeschoben, aber die Grün-Weißen haben das bessere Torverhältnis vor Wolfsberg und Altach. Sturm ist Fünfter, die Austria bleibt auf Platz 6, dann Grödig und Ried. Und am Tabellenende hat sich auch nichts geändert. Admira Wacker Mödling 3 Punkte vor Wiener Neustadt.